Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und wir schauen uns diesmal den Begriff Fawning, Fawn Response oder Rehkitz-Reaktion könnte man es auch nennen an. Das ist ein Begriff, der in letzter Zeit in der ganzen Traumaszene in Mode gekommen ist. Zu Recht meiner Meinung nach, weil er eine Lücke füllt, die, wenn man als Therapeut tätig ist, man damit zu tun hat und in der Regel große Probleme damit hat, aber es bisher nicht wirklich zuordnen konnte. Das heißt, Menschen wie ich, die in den klassischen Traumareaktionen zu Hause sind, sich da gut auskennen, werden oder wurden oder werden immer noch mit etwas konfrontiert, das inzwischen diesen Begriff hat. Und den wollen wir uns anschauen. Den möchte ich gerne ein bisschen darlegen. Mir ist aufgefallen, dass zu der Fawn Response, also Menschen, die da festhängen, die in dieser Struktur hängen, sich sozusagen gerettet haben als Kind, dass damit immer ein zwanghaftes und pauschales Misstrauen gegenüber anderen Menschen und ihren Aussagen vorhanden ist. Und diese Kombination Fawning und chronisches zwanghaftes Misstrauen, das möchte ich gerne hier ein bisschen beleuchten. Das wird in der Regel nicht, zumindest was ich bisher gesehen habe, nicht mit Fawning in Verbindung gebracht. Ist auch eine andere Ebene und ich finde es sehr spannend und auch wichtig, weil eben man als Therapeut mit dieser Struktur die massivsten Schwierigkeiten hat, weil das sehr schwierig ist zu bearbeiten. Aus meiner Sicht ist das die schwierigste Konstellation, wenn wir von psychiatrischen Krankheitsbildern und wirklich extremen Persönlichkeitsstörungen mal absehen. Und für Betroffene ist es extrem leidbringend, weil sie keine Chance haben, da rauszukommen, wenn alles als nicht echt etikettiert wird, was von anderen Menschen kommt, dann gibt es keinen wirklichen Kontakt und keine Chance, da rauszukommen. Ja, das ist wie die Maus, die in der Falle sitzt. Die Falle gibt es zwar gar nicht mehr, aber für den Betroffenen sieht das eben so aus. Also das schauen wir uns ein bisschen an. Meine Sicht der Dinge ist ja immer, ich schaue, was Menschen angeht, einmal auf die Neurophysiologie, also auf die Reaktion, Defensivreaktion des autonomen Nervensystems. Das ist die klassische Traumasicht, die den Körper betrifft, also Aktivierung für Kampf, Flucht oder dann das Todstellen. Ja, das kennen alle Menschen, die sich mit SE und so weiter, TRE beschäftigt haben, also klassische Schocktraumasicht und die Bindungsebene. Also diese zwei Achsen, in denen bewege ich mich und mit denen arbeite ich und das ist meine Sicht. Also sozusagen der Zustand des Körpers, des autonomen Nervensystems und das, wie sich der Mensch im Beziehungskontext, im Kontakt verhält. Also wie sich sozusagen die Physiologie auf die Kontakt- und Beziehungsebene auswirkt. Weil letztlich ist für mich nicht der Punkt, wie der Körper, in welchem Zustand der Körper ist, sondern wie sich das auf die Bindungsebene auswirkt. Und warum das der Aufhängepunkt ist letztlich, das habe ich in einem Video mal ausführlich dargelegt, tiefe Einblicke in die Traumaarbeit mit Floating. Wen das interessiert, der kann sich das anschauen. Das ist ein Video eher für Fachpersonal, wo ich dargelegt habe, dass eben das ganze Leiden eben nicht heute als Erwachsener eben nicht als Ausgangspunkt die Körperreaktion hat, wie das eben in der Traumaszene im Moment noch betrachtet wird in der Regel, sondern eben eine Projektion. Das heißt, die Ursache ist in der Mentalität auf der Beziehungsebene. Aber das nur als Randbemerkung. Jetzt geht es um diesen Zusammenhang Fawning und chronisches, zwanghaftes Misstrauen. Also wir haben Fawning auf der Körperebene, Körperreaktion und eben das chronische Misstrauen auf der Bindungsebene, was Distanz herstellt. Das sind die zwei Faktoren, in denen sich die Menschen bewegen, die davon betroffen sind und mit denen ein Therapeut arbeiten muss, um den Menschen effizient helfen zu können. Fawning ist ein Sonderfall, was die Traumareaktion angeht, aus dem einfachen Grund, weil einmal der ventrale Vagus eben mit involviert ist. Das ist bei den anderen bisher betrachteten Traumareaktionen eben nicht der Fall, weil eben Trauma die Überlebensebene des Körpers betrifft. Und bei Kampf, Flucht, Todstellen gibt es keinen sozialen Kontext und somit ist der ventrale Vagus damit nicht involviert. Beim Fawning jedoch ist er involviert, weil es eben eine Pseudolösung
darstellt mit sozialem Kontext. Also Fawning heißt ganz praktisch und konkret, zwanghaftes Freundlichsein. Immer lächeln, strahlen, jeden Konflikt durch Unterwerfung zuvorkommen. Ja? Das sind Menschen, die in der Regel sehr glücklich aussehen. Das ist zu sehen, die strahlen regelrecht übers Gesicht und über die Augen. Also oft kann man das sehen, wirken sehr freundlich und eigentlich auch glücklich auf den ersten Blick. Und das ist auch sozusagen die Strategie des Systems. Eine ausweglose Situation, wie das ja bei Trauma ist, wo es aber auf eine Art noch einen sozialen, sozusagen noch eine soziale Komponente gibt. Und das ist das, was beim Fawning dann genutzt wird. Also wenn ich sozusagen es schaffe, durch Unterwerfung und freundlich sein, ein übermächtiges bedrohliches Objekt zu besänftigen, dann ist das biologisch sinnvoller, als in die Erstarrung zu gehen. Also das heißt, man könnte auch sagen, es ist auf eine Art von der Biologie her gesehen gesünder als die anderen Reaktionen, eben weil noch der soziale Kontext auf eine extrem verzerrte Art und Weise eben immer noch vorhanden ist. Also zwanghaftes Lächeln, zwanghaftes Freundlichsein, zwanghaftes Unterwerfen. Ich bin mit allem einverstanden. Ja, also Rehkids-Reaktion drückt es ja schon aus. Liebes Kind spielen. Aber wie gesagt, ich möchte es einfach nochmal betonen, weil das wichtig ist, immer, es hat einen Bezug zu einem Gegenüber, was bei Aktivierung für Kampf, Flucht oder eben beim Todstellen nicht der Fall ist. Das hat keinen Bezug zu einem Gegenüber, das Fawning schon. Und deswegen ist das so ein bisschen ein Sonderfall. Das ist also die Ebene der Physiologie und das ist letztlich einfach Biologie. Sinnvolle Biologie, wo nichts gegen zu sagen ist. Das sind Dinge, die uns geholfen haben zu überleben. Der Körper ist, der macht keinen Unsinn, der macht das Beste aus der Situation in der Kindheit. Nur heute als Erwachsener macht es halt keinen Sinn mehr, so zu reagieren, weil ich ja aus der Gefahr der Kindheit, wenn man es eben als Entwicklungstrauma sieht, entkommen bin und heute von niemand mehr abhängig bin und mich auch wehren kann. Deswegen macht diese Standardreaktion auf jeden sozialen Kontext, auf jeden Kontakt und jede Beziehung keinen Sinn mehr, sondern richtet Schaden an. Einmal bei mir selber, weil meine Bedürfnisse dabei nicht zur Sprache kommen und nicht berücksichtigt werden, aber auch beim anderen, weil derjenige keinen wirklichen Kontakt bekommt, weil man immer nur dieses freundliche, liebe Kind-Spiel als Gegenüber hat und das macht einen irgendwann wütend und das ist dann genau die Wut, die eben in dem anderen System eben festgehalten ist, die man dann spürt. Das ist Fawning. Kommen wir jetzt zu dem, was mir aufgefallen ist auf der Beziehungsbindungskontaktebene. Das ist sozusagen das, was derjenige innerlich macht. Und es ist so, das hatte ich an anderer Stelle auch schon gesagt, immer betont, das System ist in sich immer komplett. Wir können nicht einen Pol sozusagen ausleben und den anderen ausblenden. Also das Gesamtsystem Psyche, Körper ist immer komplett. Deswegen sage ich auch sowas wie, eine isolierte Krankheit gibt es nicht oder Symptom, sondern das hat immer was mit mir zu tun. Das ist immer ein Ganzes. Und so ist das beim Fawning auch. Und man kann sich jetzt fragen, wo ist denn die Aggression hin? Wenn also das System insgesamt immer komplett ist, dann muss die irgendwo sein. Und genau das finden wir in dem chronischen, zwanghaften Misstrauen. Das ist das, wo die sich zeigt, auf eine völlig verzerrte und eben nicht sichtbare Art und Weise. Mir ist aufgefallen, dass Menschen, die so reagieren, die eben das Fawning als Standardreaktion etabliert haben, dass die chronisch und extrem pauschal misstrauisch sind gegenüber anderen Menschen. Und damit ist eben ein Problem verbunden, dass diese Menschen eben deswegen überhaupt nicht mehr erreichbar sind. Weil wenn, egal was ich diesem Menschen sage, dieser das als falsch, als Manipulation oder als Lüge einstuft, wie soll ich dann diesen Menschen erreichen? Als Therapeut, als Freund, als Partner zum Beispiel, das geht überhaupt nicht. Und auf der anderen Seite, wie soll dieser jemand aus seiner Isolation und Einsamkeit rauskommen, wenn es da draußen angeblich nur
Lügen und Manipulation gibt. Das geht auch nicht. Also hängt sowohl der Klient als auch der Partner bzw. der Therapeut fest, solange das nicht eben ausgesprochen wird, solange das nicht auf den Tisch kommt. Und das ist der Grund, warum ich dieses Video mache. Denn es geht weniger um diese Fawning-Reaktion, sondern es geht darum, was in der Mentalität auf der Beziehungsebene als Projektion da am Werke ist. Und wie gesagt, ich hatte ja das Video dazu schon genannt, was erklärt, warum das der Ausgangspunkt ist, der Aufhängepunkt heute. Wir müssen also gucken und demjenigen helfen, dass er realisiert, dass er niemandem und keiner Aussage wirklich trauen kann und traut. Das ist der Ausgangspunkt. Und das ist der Treibstoff dafür, ist eben die zurückgehaltene Aggression. Das ist der Komplex, um den es dabei in Wirklichkeit geht und den man bearbeiten muss, worauf man sich konzentrieren muss, sowohl als Helfer als auch als Betroffener. Und das ist wiederum das sogenannte Tabu. Ich nenne das ja immer Tabu, die Strategie, die da am Werke ist. Das ist eben das, was derjenige, wo derjenige gar nicht auf die Idee kommt, dass er das auch mitteilen kann. Ja, das ist der Punkt. Und als Therapeut müssen wir eben helfen, genau das in die Kommunikation zu bringen. Zum Beispiel, es tut mir leid, aber egal, was du sagst, ich glaube dir nicht. Egal, was du sagst, ich stufe alles als Lüge oder Manipulation ein. Ich glaube dir einfach nicht. So, und das muss erstmal auf den Tisch und das muss erstmal Raum bekommen und akzeptiert werden, ohne da irgendwas dran zu machen, dass diese Aussage erstmal gehört wird. Das ist der Einstiegspunkt und der Ausgangspunkt, damit sich überhaupt irgendwas in diesem System bewegen und ändern kann, dass das erstmal willkommen ist. Ja, es ist in Ordnung, mir zu misstrauen. Ich habe das gehört. Und aufgrund deiner Lebensgeschichte ist es nachzuvollziehen. Lassen wir es doch erstmal so stehen, dass das so ist, dass du mir nicht vertraust und mir nicht vertrauen kannst und auch nicht möchtest. So, das ist also der Mechanismus, an dem das aufgehangen ist. Und jetzt geht es nicht darum, dem Menschen zu helfen, von diesem Misstrauen in das Vertrauen zu kommen. Das wäre die nächste Falle, worauf sowohl der Klient als auch der Therapeut reinfallen kann. Dazu hatte ich auch ein Video gemacht, dass es eben nicht darum geht, Vertrauen zu lernen. Das wäre die nächste Falle. Sondern worum es geht, ist Kontakt. Und dieser Unterschied, der ist so fundamental und so schwer zu greifen, von einer Strategie, von der Symptomveränderung da abzurücken und stattdessen sich auf den Kontakt auszurichten. Und diese Aussage, die ich gemacht habe, dass es erstmal mitgeteilt werden muss, dass derjenige misstraut und niemandem glauben kann, das dient nicht dazu, das aufzulösen, sondern das dient dazu, den Kontakt herzustellen. Und das ist eben dieser feine Unterschied. Ich muss also demjenigen helfen, in Kontakt zu kommen. Und das Mitteilen seiner Projektion, dieser Struktur, das ist der erste Schritt für Kontakt. So, und auf Seiten des Therapeuten geht es nun weiter. Ich muss also helfen, immer mehr Informationen fließen zu lassen. Und das kann am Anfang bedeuten, einfach zu sagen, du, das stimmt so nicht. Ich sage dir die Wahrheit, ich habe es nicht nötig zu lügen. Ja, dass eben reale Informationen in Bezug auf diese Idee zu dem Klienten fließen können. Und wiederum, es hat nicht das Ziel, das Vertrauen herzustellen, sondern es hat das Ziel, den Kontakt herzustellen. Und dieser Unterschied, dieser feine Unterschied macht aus, ob eine Therapie oder kann den Unterschied ausmachen, ob eine Therapie erfolgreich ist oder nicht. Wenn ich versuche, den Klient in das Vertrauen reinzubringen, dann wird sie scheitern. Wenn ich das alles loslasse als Therapeut und mich nur auf die Herstellung von dem Kontakt ausrichte, dann besteht eine große Chance, dass die Therapie sehr schnell zu einer Veränderung führt, zum Guten. Also auf der einen Seite mitteilen, dass ich misstraue und nicht vertrauen kann, auf der anderen Seite die Mitteilung, dass es das, was ich sage als Partner, als Therapeut, eben die Wahrheit ist, dass ich es nicht
nötig habe zu lügen und vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, warum ich es nicht nötig habe zu lügen, warum ich mir leisten kann, die Wahrheit zu sagen, dass da immer mehr Informationen rüberfließen. Und in dem Moment kommt schon mehr Kontakt zustande. So, und ich will jetzt noch, ich kann jetzt nicht die ganze Therapie beschreiben, aber ich möchte einfach noch zwei Aspekte reinbringen. Der eine Aspekt ist, dass ich demjenigen helfen muss und derjenige auch selber, ich rede ja immer sozusagen für beide, also Betroffene und Therapeuten, ich muss demjenigen helfen, an die Aggression ranzukommen. Das ist sozusagen ein übergeordnetes Thema. Es muss irgendwann oder im Laufe der Zeit muss der Shift passieren, dass das chronische Misstrauen sich zurückverwandelt in die eigentliche Aggression, also von der verzerrten Form zur direkten. Also von dem Misstrauen zur Wut und zum Hass auf das Gegenüber. So, das muss ich helfen, dass derjenige da drankommt. Ohne Zwang, ohne Druck auszuüben, sondern je nachdem, mit welcher Methode man arbeitet oder wie man arbeitet, demjenigen helfen, vorsichtig da dran zu kommen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, ich muss als Therapeut realisieren und auch als Klient, dass der Mechanismus, wie ich das in jedem Moment aufrechterhalte, eine blitzartige Energielenkung ist. Das heißt, dass das, was wir Entwicklungstrauma nennen, ja, das ist meine Aussage, ist, dass wir das in jedem Moment neu erschaffen. Das erzeugen wir in jedem Moment neu. Das hat keinen kausalen Zusammenhang zu unserer Kindheit, sondern das, was wir in der Kindheit erlebt haben, erzeugen wir blitzartig automatisiert in jedem Moment neu. Und wenn man da hinschaut, dann sieht man, dass diese Menschen den Kontakt abwehren, indem sie blitzartig die Energie in die Mentalität lenken und da ihr Misstrauensprogramm abfackeln. Das ist der Mechanismus, wie das läuft. Und es geht automatisch und sehr schnell. Das heißt, wenn du als Therapeut oder als Partner was sagst, das wird zwar akustisch gehört, aber blitzartig legt derjenige Gedanken darüber, dass das alles wieder nicht stimmt, manipuliert, irgendwelche Geheimhintergedanken, also was der andere hat. Und damit erreicht das denjenigen nicht auf der emotionalen Ebene und kann das nicht auflösen. Ich muss also als Therapeut irgendwann dafür sorgen, dass diese blitzartige Energielenkung, dass die unterbrochen wird. Ja, und das kann ich zum Beispiel machen, wenn ich sehe, das kann man ja dann sehen, wenn das in dem Moment, wo das anspringt, dass ich denjenigen zum Kontakt zwinge, damit es eben nicht in die eigene Mentalität schießt, sondern dass das zurückgehalten wird und im Kontakt mit dem Therapeuten bleibt. Und dann gibt es eine Chance, dass es die emotionale Ebene erreicht und diesen massiven Film im Kopf von Misstrauen sozusagen ein Stück fernhält und es dann zu einem Kontakt kommt. Wie gesagt, ich muss es immer und immer wieder betonen, es geht nur um den Kontakt, nicht um eine Symptomveränderung. Alles, was ich hier beschreibe, dient nicht zur Symptomveränderung, sondern zur Herstellung des Kontaktes. Also hake ich da rein, ja, wenn das nach oben springt, hake ich da rein, um den Kontakt zu mir, zum Therapeuten eben aufrechtzuerhalten. Und dann nach und nach, wenn ich das immer wieder mache und mit dem Ganzen, was ich jetzt gesagt habe, dann erreiche ich den Menschen, das System, und derjenige fängt plötzlich an, sich selber zu spüren. Und mit der Integration der zurückgehaltenen Wut und Aggression hört dann der Film im Kopf auf und es kommt zu einem realen Kontakt. Und dann erreichen denjenigen Informationen aus der Realität heute. Und dann kann dieser Film, diese Soße, dieser Kleister aus Gedanken über Misstrauen, der kann dann nicht mehr anspringen, weil die Informationen über die Sinne, wenn die das System erreichen, immer stärker sind als Projektionen aus der Kindheit. Also das möchte ich hier nochmal betonen. Und wenn du mehr über das Ganze wissen möchtest, vor allem als auf Ebene der Partnerschaft, dann empfehle ich wie immer mein Buch, Der Vagusschlüssel zur Traumaheilung. Und
Das ist für viele eine Möglichkeit, erstmal ohne Therapeut weiterzukommen mit ihrem Partner. Und natürlich, wenn das nicht reicht, braucht es auch eine Therapie. Soweit zum Thema Fawning und chronischem Misstrauen.